So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die nächste Lego-Wundertüte. Ja, es ist zwar eine Lego-Disney-Prinzessin-Zauber-Wundertüte. Nummer 1 für 4,50 Euro. Aber es ist eine Wundertüte von Lego. Und ja, es ist eine ältere. Ich habe sie schon etwas länger hier liegen. Aber trotzdem, der ein oder andere möchte doch gerne davon immer wieder ab und zu mal ein paar Videos sehen. Deswegen mache ich das. Und ich, die Figuren, so schlecht sind sie nicht. Sagen wir so, es kommt darauf an, welche Prinzessin. Aber die anderen Sachen, die kleinen Tierchen, kann man schön bei Lego City mit beipacken. Oder eben Legostein-Spenderkiste, meine große. Sind schöne, bunte Legosteine bei. Das wisst ihr ja. Aber nichtsdestotrotz öffne ich in diesem Video eine Lego Disney Prinzessin Wundertüte Nummer 1 für 4,50 Euro. Prinzessin Zauber, um zu schauen, was da drin ist. Es sind jetzt mal 2 von 4 Magazinen und 2 von 4 Lego bei Minifiguren. Ich hoffe, dass es Figuren sind und kein Spielzeug. Aber eine Schere holen. Ist doch ein bisschen fester. Ich jetzt drin habe. Och, ihr seht schon hier. Beides gleich. Entschuldigung. Habe sofort beides rausgezogen. Ihr seht, coole Prinzessin. Und dann natürlich hier Dornröschenbett mit der Katze dran. Oder ein Häschen. Ist natürlich richtig cool, weil ihr wisst, Teilespender. Aber hier ist eine Prinzessin gleich an Start gewesen. Können wir gleich mal gucken. Nein, ist das zweite Magazin. Es war lose. Ja, es ist dieses hier. Also diese beiden Lego Disney Prinzessin Magazine in diese Wundertüte. Ihr habt gesehen, was ich sofort gezogen habe. Und zeige ich euch mal die Figuren mäßig. Die sind nicht schön. Ja, ich habe jetzt zwar gesagt, die sind nicht schön, aber schaut selber. Die passen vielleicht bei den einen oder anderen nichts dazu, aber wer die eben sammelt, ich habe ein paar Prinzessinnen, habe ich, die ich cool finde. Ich gebe mal einen Tipp, Schön und das Biest mit die Rose, schön als Deko, kann man machen. Aber das sind die eigentlichen Lego Disney Figuren. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung, eure Kommentare schreiben. Es passt, einfach wollte ich jetzt mal wieder was anderes aufmachen, eine andere Wundertüte. Und in diesem Fall war es eben die Lego Disney Prinzessin Wundertüte. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, ob ihr sie kennt, was ihr davon haltet, wie ihr die Figuren findet. All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Ich versuche natürlich von Lego Disney irgendetwas unter dem Video zu verlinken. Ihr wisst es, sicher, bequem geht es auf jeden Fall. Günstiger teilweise letzte Zeit auch, aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste ja sowieso. Bleibt gesund, ihr und eure Familien, und deswegen wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.